Bevor es so richtig losgeht, meine Lästerschwestern und Königsanwärter, schaut doch einmal bei mir im Fanshop vorbei, damit ihr auch so richtig ausgerüstet seid, wenn es wieder hier richtig rund geht. Link findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Los geht's. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr euch wieder hier verlaufen habt auf meinem Kanal mit Zuschauerclips Nr. 8. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Zusendungen und hiermit nochmal ein weiterer Aufruf. Wenn ihr geniale Videos habt, Dashcam-Videos, Actioncam-Videos, wie auch immer, wo ihr sagt, ey, da sollte der Fahrlehrer mal drauf reagieren und sich das mal angucken, immer her damit. Der Link natürlich in der Beschreibung drinne. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Und wir starten mit einem Vertrauten. Und zwar Let's Dashcam. Wer seinen Kanal noch nicht kennt, besucht ihn. Let's Dashcam. Wenn ich es nicht verpasst habe, wird er auch in der Beschreibung zu finden sein. Sehr amüsant, wie er das macht. Und einer meiner Lieblingskanäle. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir gucken deine Spende an, lieber Let's Dashcam. Und ich schalte rüber. Bitteschön, los geht's. Oh, kann ich schon mal gleich ein bisschen leiser machen? Ja. So, was haben wir hier? Wir haben so einen richtig schönen kreisförmigen Verkehr, so richtig Berliner Style-like. Ihr seht schon, was hier passiert. 1, 2, 3, teilweise 4 Spuren. Und ja, man kommt sehr, sehr schnell durcheinander. Auch Ortskundige kommen da sehr schnell durcheinander. Und die Schilder helfen meist gar nichts. Das ist ein riesengroßes Schild, Wegweiser-Schild mit 5.677 geführten Pfeilen drauf, wo du lang musst, wenn du dahin willst, wenn du dahin willst, wenn du dahin willst. Come on, kann jeder passieren. Deswegen gerade hier Augen auf, super aufmerksam sein. Und wenn ich einen Spurwechsel machen möchte, wie auch immer, nicht in Panik geraten, erstmal in Ruhe absichern. Das hat der hier vor uns jetzt nicht gemacht. Und ja, dann sieht das ungefähr so aus. Möchte einfach rüberziehen. Let's Dashcam drückt hier nochmal richtig schön auf die Bremse. Hup nochmal. Nicht sich zu beschweren, sondern wegen einer Gefahrensituation halt. So, liebe Freunde, ich mache nochmal kurz Pause. Wir kommen jetzt zu einem lustigen Video von Dieter. Und lest, wenn ihr möchtet, lest das jetzt mal in Ruhe durch. Ich mache jetzt weiter und dann schauen wir uns mal an, um was es da eigentlich geht. Müsst ihr dann auf Pause machen, dann könnt ihr das in Ruhe lesen. So. Und zwar geht es um eine Beladung eines PKWs. Und es sieht irgendwie falsch aus. Es sieht absolut falsch aus. Wir schauen uns das mal an. So, jetzt müsste es eigentlich losgehen. Da kommt er. So. Also ich habe mir das Video 2, 3 Mal angeschaut. Und es ist wirklich, es sieht absolut, in jeder Lage sieht das hier absolut falsch aus. Das Erste, was ich sehe, was falsch ist, ist, wenn wir hinten mehr als einen Meter rüberragen, muss dort aber auch bitte ein Fähnchen dran. Und das ist schon ein bisschen mehr als einen Meter, würde ich sagen. Erlaubt sind ja 1,50 Meter. Auf 100 Kilometer 3 Meter darf man hinten überstehen lassen. Aber natürlich, bitte kennzeichnen. So, dann haben wir, glaube ich, 2,50 Meter Breite. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt hier nicht so ein Zeug. Ich kann das jetzt auch nicht nachmessen, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es 2,50 Meter sind, liebe Freunde. Könnt ihr auch mal gerne in der Beschreibung schreiben, was ihr denkt, wie breit er ist. Und vor allem, der ragt vorne. Bisschen ragt darüber. Also, wenn du über 2,40 Meter, war das, glaube ich, Höhe hast, dann kann das auch vorne mal rüber ragen, ist kein Ding. Der ist jetzt hier nicht 2,40 Meter, ist das, glaube ich, oder 2,50 Meter. Da stand es gerade. Aber egal. Dann muss er vorne bündig abschließen. Ich glaube, das war. Wir fahren mal weiter, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, das war schon bündig. So, jetzt kommen wir nochmal dran vorbei. Also hinten auf jeden Fall über einen Meter rüber. Da hätte was dran sein müssen. So, ja, komm, come on. Ah, diese paar Zentimeter, wenn die drüber ragen. Für mich okay. So, bei uns geht's weiter. Holger! Und Holger hat etwas Interessantes gesehen. Und zwar wieder so ein lebensmüder Linksabbieger. Achtet auf den orangenen LKW. Und da kommt er schon. Wupp. Und Holger meinte, das war tierisch knapp. Das war so knapp, dass er sogar jetzt erstmal rechts ran muss und Luft holen muss. So, wir schauen uns das mal eine Zeitlupe an. Hier, er zieht jetzt rüber,
vor dem, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, vor so einem LKW nochmal schnell links rumzuziehen, war wohl mega knapp. Obwohl, irgendwas spritzt da hoch. Habt ihr das gesehen? Oder hat es doch gescheppert? Es hat gescheppert. Habt ihr gesehen? Es hat gescheppert. Können wir kurz nochmal zurück? Achso, geht ja nicht so. Ich muss ja so. Ich bin ja nicht bei YouTube. Hier. Passt auf. Bam. Hier fliegt irgendwas weg. Wurp. Und hier sieht es auch schon ein bisschen. Sieht das hier aus wie erwischt? Ich weiß gar nicht. Boah. Hammer. So, bei uns geht's weiter mit Matze. So, und Matze, ja, liegt gleich hier richtig los und zeigt uns hier den ersten. Ich sage es den ersten, weil es kommen hier mehrere. Den ersten König, auf geht's! Dankeschön, Matze. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Bam, 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 bam. Ja, ich meine, diese Wegweiser, die wir haben, diese blauen, ja, die uns sagen, wenn du jetzt nach Frankfurt möchtest, zum Beispiel Frankfurt am Main, Olpe, Köln-Ost, müsstest du jetzt hier rechts runter. Ich kann verstehen, dass man die nicht richtig erkennt, weil die sind schon wahnsinnig klein, schon richtig wahnsinnig klein und die sind nur einmalig ausgeschildert. Also du musst praktisch ortskundig sein, um die richtige Ausfahrt nehmen zu können. Sonst hast du verloren. Nein, Quatsch beiseite, liebe Freunde. Kilometerweit wird's angesagt und riesengroße Schilder. Also, come on. Also, wer das jetzt hier noch verpennt, so, also, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir sind mit Mika unterwegs. Und jetzt pass mal auf. Ich muss jetzt hier sagen, Mika ist hier mit 135 km/h unterwegs. Das ist für die Verhältnisse kein Problem. 135 km/h ist super. Richtgeschwindigkeit, ne? Passt schon. So, was passiert denn jetzt hier? Achtet da vorne auf den Mercedes. Und da richte ich Mika jetzt mal richtig, wenn es Mika ist. Richtig. Richtig da jetzt, aber richtig auf. War's da schon? Lass es raus. Danach fühlst du dich besser. Das nenne ich Emotionen, liebe Freunde. Und die muss man aber auch bitte schön unter Kontrolle haben. Die Emotionen. Kommt noch was? Oh, links, rechts geblinkt oder was? Ach, schön. So, wir sind mit Robert unterwegs. Auch es ist dunkel auf der Autobahn. So, jetzt werden wir erstmal richtig hart ausgebremst. Warum werden wir hart ausgebremst? Robert kann das gut erklären. Robert, bitte. Ja. Er wollte den LKW noch überholen und dann hat er festgestellt, oh verdammt, hier ist ja meine Ausfahrt. Und bremst nochmal richtig auf der linken Spur, bremst er nochmal so richtig schön unter, ja, 90 km/h schätze ich mal, ab, um hinter den LKW wieder einzuscheren. Ja. Kann auch böse ausgehen, sowas. So, bei uns geht's weiter mit Schalke 86. Wir sind hier auf der Autobahn. Wuppertal. Oh, was haben wir denn hier? Auch wieder jemand, der die Ausfahrt leicht verpasst hat. Das ist ja, wenn wir es uns ansehen, ganz witzig und denken, du Idiot, du kannst ja keine Schilder lesen oder wie auch immer. Das Problem ist jetzt, er nutzt jetzt diesen kurzen Abschnitt von der Ausfahrt und da vorne kommt er wieder eine Einfahrt. Da hinten sehen wir das schon. Hier kommt er schon wieder die Einfahrt. Das kleine Stück muss er jetzt nutzen, um wieder auf die Bahn drauf zu kommen. Es ist ja keine offizielle Auffahrt. Bedeutet, die rechnen damit jetzt auch gar nicht. Und das wird jetzt auch ein bisschen kompliziert. Und aber er schafft es noch rechtzeitig rüber. Weil hier geht schon los, die Auffahrt. Na, und wenn jetzt hier einer runtergeprescht kommt, dann wird's kritisch. Ja, Spurwechsel, spontaner Spurwechsel, schön Augen auf, auch mal den Schulterblick machen, liebe Freunde. Dann sieht man auch den Golf von rechts anschwirren. Ja, er darf von rechts auch so vorbei, weil wir sind innerorts, mehrspurig innerorts, haben wir kein Rechtsfahrgebot. Oh ja, wissen Gott, wir ja. Ey, alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen.
So. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, der fährt aber komisch. Boah. So, bei uns geht's weiter. So, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, wenn wir nur nach rechts absichern und dann plötzlich, von links kommt ja doch jemand und dann bleiben wir mitten auf der Querstraße, Querfahrbahn, wie auch immer, also auf unsere Fahrbahn bleiben, müssen wir dann stehen bleiben. Langsam vortasten, liebe Freunde, schauen, links, rechts, kommt nichts und dann ist los. Wir stehen hier mitten auf der Kreuzung, falsche Verkehrsbeobachtung. Punkt aus. Ja, das an Ja, Maya Dashcam guckt sich das jetzt auch an. So, wir bleiben bei Schalke 86. Da kam einiges. Anscheinend zieht Schalke 86 das Unheil an. Oh, was sehen da meine entzündeten Augen? Komm, wir gucken nochmal nach hinten. Ein König! Ich sag doch, wir haben hier nicht nur einen König. Wir haben heute mehrere Könige hier im Video. Ja, sehr schön. Die Sperrfläche ausgenutzt, wurde ja gerade grün, die fahren jetzt gerade mal los. Der Golfer hatte keine Lust abzubremsen und überholt den Rückstau. Ja, und schön über die Sperrfläche. Ja, danke schön. Sehr kameradschaftlich. So, bei uns geht's weiter mit Thomas. Oh. Und dann noch schön über Rot. So, bei uns geht es weiter. Wir bleiben bei Thomas. Und liebe Freunde, jetzt zeigen wir mal, warum es wichtig ist, uns an das absolute Halteverbot zu halten. Ich weiß jetzt nicht, was hier drunter für ein Zusatzschild ist. Ich kann es nicht erkennen. Von wie viel bis wie viel Uhr oder wie auch immer. Aber dann auch eher, glaube ich, wenn ich das Schild jetzt so richtig erkenne. Ihr könnt mich gerne verbessern in der Beschreibung. Aber das scheint ein Halteverbot zu sein. Und das scheint ein absolutes Halteverbot zu sein. Und das hier ist ein Zusatzschild für das eingeschränkte Halteverbot. Und hier endet das eingeschränkte. Also bis zum Schild ist ein Halteverbot von bis. Leider kann ich das nicht sehen. Aber ab hier sagt, weil der Pfeil ist anscheinend hier oben. Wenn er hier oben ist, dann zeigt er nach da. Ab hier beginnt's. Und wenn er hier unten ist, sagt der Pfeil bis hierhin. So. Und es sieht aus, ob hier ab dem Schild ohne Zusatzschild, weil der Zusatzschild scheint nur hier zu zählen, für das hier, für das Eingeschränkte. Das hier oben scheint ab diesem Schild ein absolutes Halteverbot. Weil anders kann ich mir das, was jetzt hier vor, nicht anders vorstellen. Weil ab hier darf man nicht halten. Warum? Das zeigt uns Thomas. Weil die Spur jetzt wieder schön nach rechts geht und da stehen die parkenden Autos. Heißt, er muss jetzt abbremsen. Da müsste er eigentlich hin. Hier müsste er hin, wo das parkende Auto jetzt hier steht. Ja? Heißt also, er muss abbremsen, muss ein bisschen hier rüber, über die andere Spur. Er geht hier auch schon rüber von der mittleren auf die linken Spur, um Thomas Platz zu machen. Das ist Kacke, Leute. Also haltet euch bitte an das Halteverbot, das absolute. Generell an Halteverbot. So, da ist er nicht ausgerastet, der Thomas. So, wir sind beim Chefkoch. Chefkoch, erstmal Grüße gehen raus. Er hat mir geschrieben, dass er einen kleinen Unfall gegeben hat. Gott sei Dank war er gut gepolstert mit Helmchen und so weiter. Das Video ist jetzt noch bei der Polizei zur Auswertung. Aber wenn er es wieder zurück hat oder wenn das durch ist, das Thema, hat er gesagt, kriege ich exklusiv das Material. Ich bin schon voll gespannt drauf, lieber Chefkoch. Und treuer Zuschauer und treuer Einsender, der Chefkoch. Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's soweit. Super. So. Wir sind auf dem Fahrradschutzweg. Der Fahrradschutzweg ist nur ein Puffer, ein Wohlfühlzone für uns, aber trotzdem, also für den Fahrradfahrer, trotzdem gehört das noch mit zur Fahrbahn. Bedeutet also,
Trotzdem 1,50 Meter Seitenabstand, wenn wir hier an einem Fahrradfahrer vorbeifahren. Anders wäre es natürlich, wenn es ein Fahrradweg wäre, eine durchgezogene Linie. Ja? Dann sagt man partnerschaftlich 80 Zentimeter ungefähr, wäre geil, wenn man das haben würden. So ist es ein Fahrradschutzstreifen, dementsprechend auch 1,50 Meter. Merkt euch mal die Zahl 1,50 Meter und dann gucken wir uns jetzt mal den Transporter an. Den juckt das gar nicht. Ja, bringt unseren Chefkoch in Gefahr, um dann gleich wieder links abzubiegen. Tja, Hauptsache die Pakete kommen rechtzeitig an. So, wir bleiben mit Chefkoch. Und was für die Autofahrer, der Fahrradfahrer ist, nicht böse gemeint, ist der Fußgänger für den Fahrradfahrer. Wir wissen ja, der Fußgänger guckt erst, wenn er was hört. Ja, mit den Ohren schaut er zuerst. Und in diesem Fall, es hört sich jetzt laut an, aber so ein Fahrrad ist halt nicht laut. Und jetzt achtet mal auf den Typen da, nennen wir ihn mal Horst. Läuft einfach rüber. Und dann beschwert er sich noch, weil Chefkoch ihn so angehupt hat. Leute gibt's. So, und jetzt kommen wir mal zu Leuten, die den Fahrradfahrer gar nicht akzeptieren als Verkehrsteilnehmer. Zack. Kann ich Chefkoch verstehen, dass er sich da ein bisschen aufregt. Und was haben wir da? Rot. Sehr schön. Knallhart über Rot gefahren. Danke dafür. Wie selbstverständlich, oder? Wie selbstverständlich. Aber dazu brauche ich jetzt gar nichts mehr sagen. Also das ist mir, bin ich langsam auch leid. Trotzdem nehme ich es mit rein, ja, weil immer wieder darauf hinweisen, Freunde, das ist nicht richtig. Irgendjemand muss es ja tun. Weil da draußen interessiert es ja keinen mehr. Das ist ja anscheinend nur noch eine Empfehlung. So, wir sind mit Gökhan unterwegs und Gökhan, holla die Waldfee, das war, ich sag mal so, das war eine knappe Geschichte. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Einfach nicht gesehen, ab in den Gegenverkehr. Zum Glück kam hier auch kein Gegenverkehr. Wenn jetzt hier Gegenverkehr gekommen wäre, wäre Gökhan jetzt hier voll reingedüdelt. Ja, jetzt kommt er, Gott sei Dank. So, GT Matze und hier, was ist... Okay, oh, auf falsche Spur gekommen. Okay, ja, hier hätte man nicht abbiegen dürfen. Ganz logisch. Und jetzt, ich bin mal ruhig. Psst, hört mal. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Guck mal, Sperrfläche. Ich finde das so geil, wenn ihr dazu reinbrüllt. Ich nehme das immer sehr gerne hier mit rein. Ach, herrlich. GT Matze, sehr gut gemacht. Sehr gut. So, wir sind jetzt bei Lappadula. Lappadula mit einem riesen Nervenkostüm. Ah, das war knapp, ja. Linksabbieger Vorfahrt genommen, den Vorrang genommen. Lappadula konnte gerade noch so abbremsen. Halleluja. Aber er bleibt ruhig. Er bleibt noch ruhig. So, jetzt aber, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt schon von euch verabschieden, liebe Freunde. Das war's schon gewesen, aber wir ziehen uns jetzt nochmal Lappadula rein, denn jetzt bleibt er nicht mehr ganz so ruhig. Viel Spaß damit und ich sag schon mal Tschüss. Ja, wir sehen und hören uns. Dankeschön.